Grüße, liebe Leute, was geht und willkommen! Endlich ist es soweit, Nintendo hat das Super Nintendo Entertainment System Classic Mini, kurz SNES Classic Mini veröffentlicht. Nachdem letztes Jahr die NES Classic Mini kam, kommt dieses Jahr die SNES Classic Mini. Erschienen ist sie heute am Freitag, den 29. September. Wir schauen uns heute mal das Gerät ein bisschen an. Also erstmal vorweg, ich hatte tierisches Glück, dass ich mein Gerät bekommen habe, denn es sah lange Zeit sehr danach aus, dass ich es nicht bekommen würde, weil da so viel los war. Und ich war ein ursinniger Andrang an Leuten, die das Ding haben wollten. Ich selbst während der Schule habe meine Mama geschickt zu meinem Testomarkt, freundlicherweise, die hat es geholt und konnte eins bekommen. Die haben nur 2 Stück geliefert bekommen, hatten 5 Vorbestellungen. Also da hatte ich erst Glück, dass ich eine davon bekommen habe. Zeit mir war es auch so bei vielen Leuten von Amazon so, dass sie ihre nicht bekommen haben, aber naja. So, das ist die Anleitung, das ist die erste Sache, die wir rausholen. Naja, aber das ist eigentlich, glaube ich, relativ selbsterklärend, wie das funktioniert. Aber okay. Neben der Anleitung gibt es noch 300 My Nintendo Punkte und ich sehe gerade einen Code unten, werde es schön verpixeln, damit ihr den nicht sehen könnt. Ihr wisst aber, es ist eine My Nintendo Card mit 300 Punkten. Das ist eine schöne Sache. Und hier geht's dann los mit dem Controller. So sieht er aus. Hier ist übrigens erstmals nicht nur ein Controller, sondern 2 Controller beigelegt, wie ihr gleich merken werdet. So sehen sie aus. Es sind ungefähr auch die Original-Controllern von der SNES und sehen sehr sick aus. Machen wir den Teil noch auf. Das ist Kabel. Auch die Kabellänge ist deutlich länger und angenehmer wie noch vom NES. Das heißt, wir können deutlich leichter zurückgesetzt sitzen und haben trotzdem noch eine akzeptable und angenehme Kabellänge. Auch dies ist eine sehr schöne Sache. Und hier haben wir eben den zweiten Controller. Auch den packen wir aus. Selbes Spiel sieht genauso aus. Und das finde ich auch sehr vorteilhaft, weil ihr wisst ja selbst, das Gesicht von der NES Classic Mini, wo man einen zweiten Controller extra kaufen musste. Dann hat es ewig lang gedauert, dann gab es nie einen. Ich konnte meinen ja mit Glück noch beim Saturn im Stachus in München, habe es meinen mit Glück erwischt gehabt damals. Das wäre es Glück, so habe ich noch meine 2 NES-Controller zusammen. Aber wie gesagt, das wäre es Glück und ja, dementsprechend finde ich gut, dass sie dabei sind. Hier haben wir, wie gesagt, nicht wie ich es jetzt sagen werde, haben wir die Kabel. Das hier ist, was ich gerade aufmache, das ROM-Kabel. Dies ist das USB-Kabel, was das hier in die Scharf stellen lassen möchte. Aber an Erkennungshaufen ist trotzdem, dies ist wie gesagt das USB-Kabel. Netzstecker ist übrigens nicht dabei, wie auch in der NES. Macht aber nichts, sie tut einfach. Bestimmt beim Handy ist Netzteil oder sonst was dabei. Wenn ihr wirklich gar keins hättet und keinen Bock habt anzukaufen, könnt ihr es auch in den USB-Port von eurer Wii U oder Switch oder PC stecken, was auch immer. Eigentlich sollte alles gehen. Und die Rückseite, das ist dieses Teil hier, das kommt in die SNES rein. Erinnert mich sehr an Handykabel. Ich weiß nicht, ob das auch mit normalen, nicht iPhones, sondern normalen Handys auch kompatibel ist. Weiß es nicht. Kann ich euch nicht sicher sagen. So, hier haben wir jetzt das Strom, das HDMI-Kabel von der Konsole. Naja, eine Seite kommt rein in den Fernseher, andere an die Konsole. Ist halt ein klassisches HDMI-Kabel. Gibt's nicht viel großartig zu sagen. Und hier ist das Stück, das Stück. Hier ist die SNES Classic Mini drin. Holen wir da mal raus. Und so sieht das sicke Ding aus. Ja, dort oben konnte man vorher Cartridges reinstecken, die hier natürlich nicht. Dort geht's an und aus. Rechts ist der Reset-Knopf und der Select-Knopf. Und wenn wir das hier von unten her, glaube ich, geht's genau, von unten her aufmachen, können wir dort, wie wir gleich sehen werden, unser Controller reintun. Ich finde den Mechanismus ein bisschen komisch, aber okay. Hier tun wir den Controller rein, das ist definitiv ein cooles Gimmick. Wobei ich persönlich nicht glaube, dass diese Klappe das allzu lange halten wird und die bei mir sicherlich früher oder später abpressen wird, aber es ist ein nice Gimmick. Übrigens, die Controller kann man immer noch an Wii-Fernbedienung anschließen, das geht weiter. Na, hier kommt HDMI-Kabel rein und da das Stromkabel, so sieht die Controller eben aus. Ist erst ein sickes Ding, wie auch so die NES Classic Mini. Vor allem ist die im Regal recht gut. Meine Scheiß Kamera möchte ich heute einfach in die Scharf stellen. Naja,
Also jedenfalls ist sie auch im Regal recht gut zu sehen, muss ich sagen, auch nur mit dem NES. Falls ihr keine bekommen habt, bitte, bitte, ein Tipp, kauft sie nicht für teures Geld. Wartet ab und kauft die dann mal anders im Mediamarkt oder so, die wird es nochmal geben. Es kommen noch Ladungen. Aber bitte nicht so viel Geld verkaufen, wenn ihr heute leer ausgegangen sein solltet. Noch kurz das Info, heute Abend tue ich um 20 Uhr mir die ganzen Games mal anschauen im Stream. War cool, wenn ihr dabei sein würdet, dann könnt ihr quasi mit mir erleben. Das erste Mal Kart spielen, erste Donkey Kong, ich denke es mal richtig cool. Und bin froh, wenn ihr heute Abend am Freitag Sonic Uhr dabei seid. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt einen coolen Einblick bekommen von der Konsole. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!